Life is Strange ist ein Adventure-Game, bei dem man die Geschichte der Fotografiestudentin Max verfolgt. Das Besondere am Spiel ist, dass Max die Fähigkeit besitzt, die Zeit zurückzudrehen, was es einem ermöglicht, die Handlung der Geschichte zu beeinflussen, ins Positive oder ins Negative. Life is Strange ist ein eher düsteres Spiel, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Je nachdem, wie man sich verhält und welche Entscheidungen man trifft, hat das Konsequenzen für die Charakterentwicklung und die Handlung. Das Spiel bietet sehr gut die Möglichkeit, sich in die Perspektive der Person hineinzuversetzen, die gemobbt wird und welche Auswirkungen das auf die Persönlichkeit und die Psyche haben kann. Das sind gute Punkte, um dort anzusetzen und Schüler zum Reflektieren zu bewegen. Bitte berücksichtigen Sie hier, dass die Themen für bestimmte Menschen belastend sein könnten, wenn man beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung hat oder in einer Depression steckt, können diese Themen Negatives wieder hochbringen. Achten Sie also hier darauf, eine qualitativ gute Vor- und Nachbereitung zu machen und dies auf die jeweilige Klassensituation anzupassen. Kompetenzen, die durch das Spiel vermittelt werden, sind Verantwortung im Umgang mit Konflikten und Gewalt, Wahrnehmen und sich hineinversetzen und das Beurteilen und Entscheiden von Situationen. Weitere Informationen hierzu und andere Unterrichtskonzepte finden Sie auf gamesimunterricht.de.